Katholisch 1TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Hirtenwort. Bischof Bertram wendet sich an die Gläubigen des Bistums. Weinlese. Warum es in Dinkelscherben den 12-Apostelwein gibt. Und Lieblingsplätze im Bistum. Das Schöne entdecken. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. An Erntedank sind die Kirchen und Altäre traditionell ganz besonders geschmückt. Dort stehen dann Körnerteppiche, Kürbisse, Trauben, Brot und vieles mehr, das die Natur den Menschen schenkt. Das Fest Erntedank wird im katholischen Deutschland fast überall am ersten Sonntag im Oktober gefeiert. Und zwar als Dank für die Schöpfung und im Bewusstsein der Abhängigkeit von einer intakten Umwelt. Und so hat auch Bischof Bertram sein Hirtenwort an die Gläubigen im Bistum überschrieben. Schöpfung bewahren, Umwelt schützen. Das Hirtenwort wurde am heutigen Sonntag in allen Gottesdiensten verlesen. Hier sind die wichtigsten Ausschnitte. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt Ereignisse im Leben, die vergessen wir nicht. Dazu zählt für mich sicher der Antrittsbesuch, den ich Papst Franziskus kürzlich im Vatikan abstatten durfte. In einem herzlichen und brüderlichen Gespräch tauschten wir uns auch darüber aus, welche Folgen die Corona-Pandemie für unser kirchliches Leben haben werde. Dabei brachte Papst Franziskus einen Gedanken ins Spiel, mit dem ich heute mein Hirtenwort an euch beginnen will. Neben dem Virus, das sich auf die Gesundheit schlägt, bewegt den Papst eine Sorge, die darüber hinausgeht. Er sprach von einer Pandemie der Gleichgültigkeit, die um sich greife. Je länger ich über diesen Ausdruck nachdenke, umso mehr betrifft er mich. Ja, es stimmt, es gibt eine Pandemie der Gleichgültigkeit, die ansteckend ist und sich ausbreitet, gesellschaftlich, aber auch in der Kirche. Sie verfolgt das Interesse, Hauptsache, mir geht es gut. Der Nächste, die anderen Länder und Kontinente, die Mitgeschöpfe rücken in den Hintergrund. Die Infektionsketten dieser Pandemie sind letztlich kaum noch zu fassen. Dabei erinnere ich mich an die bewegende Ansprache, die Papst Franziskus Mutterseelen allein bei seiner Andacht mitten in der Corona-Krise vor dem Petersdom gehalten hat. Der Platz war zwar menschenleer, aber die Botschaft des Papstes erreichte über die Medien den ganzen Globus. Gern wiederhole ich seine Worte. Er sagte: In unserer Welt sind wir weiter gerast, hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben vor Gottes Mahnrufen nicht angehalten. Wir haben uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen. Wir haben nicht auf den Schrei der Armen und unseres schwerkranken Planeten gehört. Der Papst spricht Klartext. Er prangert eine Entwicklung an, die ihn tief besorgt. Die rücksichtslose Ausbeutung unseres Planeten, die verheerende Umweltkatastrophen nach sich zieht, unter denen unzählige Menschen leiden müssen. Doch Franziskus geht es nicht nur um den Menschen, er möchte Hirte für die ganze Schöpfung sein. So ist sein Text mehr als ein Umweltpapier. Es ist ein Dokument für eine neue Weltordnung nach Corona, die er gestern in Assisi mit der Unterschrift unter sein Lehrschreiben Fratelli Tutti vorgestellt hat. Dabei geht es um Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft. Als Bischof von Augsburg mache ich mir seine Worte zu eigen. Ich lade alle Menschen guten Willens ein, mitzumachen und sich um unser gemeinsames Haus und unsere schwächsten Brüder und Schwestern zu kümmern. Dieser Einladung wollen wir folgen. Gerade die jüngere Generation ist dafür sehr sensibel und fordert zu einer radikalen Änderung unserer Lebensweise auf. Danke für diese prophetische Stimme. Der Lobgesang der Geschöpfe darf nicht untergehen im Schmerzensschrei der Schöpfung. Wir Menschen müssen unsere Grenzen annehmen und diese Erde, die uns nur geliehen ist, als gute Gärtner hegen und pflegen,
zu unserem eigenen Wohl. Wir sind nicht Herrscher, sondern Treuhänder. Was tut die Diözese Augsburg? Die Diözese Augsburg will bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein. Für dieses Ziel investieren wir in Klimaschutzprojekte, um die Treibhausgasemissionen zu kompensieren. In diesen Tagen trat im bischöflichen Ordinariat ein Klimaschutzmanager seinen Dienst an. Er soll Einsparpotenziale suchen, zum Beispiel durch umweltverträgliches Gebäudemanagement. Ich selbst will hier mit gutem Beispiel vorangehen. Eine weitere Möglichkeit, etwas zum Klimaschutz beizutragen, ist die Einführung eines kirchlichen Umweltmanagements auf Pfarrebene. Ein Schöpfungspreis zeigt uns alle 2 Jahre eindrucksvoll, wie viele kreative Ideen es in unseren Pfarreien, Kindergärten, Schulen und kirchlichen Einrichtungen gibt. Auch als Bischof werde ich die Schirmherrschaft über diesen Preis gern weiter übernehmen. Schließlich möchte ich den Arbeitskreis Schöpfung, der von der diözesanen Umweltbeauftragten koordiniert wird, ähnlich wie die Ökumene und die Liturgie, als Querschnittsaufgabe zu einer bischöflichen Kommission aufwerten. Sicher gibt es Bereiche, wo noch Luft nach oben ist, aber wir sind auf einem guten Weg. Helfen wir zusammen und ehren Gott, unseren Schöpfer, durch konkrete Taten. Gestalten wir mutig und kreativ die Zukunft mit, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern indem wir einander in den Mantel der Wahrheit helfen. Unser gemeinsames Haus hat nur dann Zukunft, wenn wir dafür sorgen, dass es bewohnbar bleibt. Das vollständige Hirtenwort des Bischofs können Sie ab sofort auf unserer Homepage anschauen. Ein Pfarrer, ein Mesner und ein ehemaliger Chirurg als Kellermeister. Diese 3 Männer sind verantwortlich für 12 Weinstöcke. Im Jahr 2009 wurden in Dinkelscherben direkt hinter der Pfarrkirche Weinreben angepflanzt. Hier kommt der sogenannte 12-Apostelwein vom Weingut St. Anna her. Jeder einzelne der Weinstöcke ist nach einem der Apostel benannt. Der letzte, ganz im schattigen Eck, trägt den Namen Judas und liefert ganz schön saure Trauben. Wir waren bei der Weinlese vor Ort und durften auch ein paar Trauben naschen. Mitten in Dinkelscherben, auf dem Kirchplatz hinter St. Anna. Ein ungewöhnlicher Ort, um sich zur Weinlese zu verabreden. Und doch treffen wir hier Ende September Pfarrer Martin Gall, seinen Mesner Viktor Biesle und Kellermeister Georg Aumann. Ich finde, es war eine sehr schöne Idee von meinem Vorgänger, vom Pfarrer Kugler, als seinerzeit die Kirchen renoviert wurden, wo die Frage so ist, wie nutzt man den Platz so sinnvoll und so. Und wo man so die Idee war, in der Heiligen Schrift ist viel vom Weinberg die Rede und so, dann könnte man doch hier den Platz gut nutzen, um Weinberg anzulegen. Für mich ist es eine Freude, dass ehrenamtlich da Leute sich engagieren und so. Und das einfach im Lauf des Jahres dann so zu sehen, wie das wächst und gedeiht und eben jetzt bei der Ernte dabei zu sein, ist einfach schön. Die 3 Männer haben alles vorbereitet. Ein Blick auf die 12 Weinstöcke sagt uns, die Weinlese wird schnell erledigt sein. Erstens, weil hier inzwischen erfahrene Winzer am Werk sind und zweitens, weil es nur 12 Weinstöcke sind. Jeder einzelne trägt den Namen eines Apostels. Und so heißt der Wein dann auch 12-Apostelwein vom Weingut St. Anna. Leider Nordlage. Die notwendige Fachkunde bringt der Hobbykellermeister Georg Aumann mit. Das Weingärtnern und das Weinmachen, vor allem das Weinmachen, das hat mir Spaß gemacht. Dann haben wir in Steinekirch einen Weingarten angelegt, mein Schwager und ich, der ist in Steinekirch Landwirt. Und der hat ein freies Stück schön nach Südwesten geneigt. Das ist eine tolle Lage. Und da haben wir richtig den Weinbau angefangen miteinander. Und da habe ich eigentlich schon immer ein bisschen ein Übungsfeld und da bin ich zufällig reingerutscht durch alle möglichen, ja eben, Pfarrer, der Nachbarn und so weiter. Und anscheinend ist es so, dass mir der Ruf vorausgeht, dass ich was vom Wein verstehe. Stimmt aber nicht, ich bin der Blinde, nein, ich bin der Lahme unter den Blinden. Die Trauben sind von der Sorte Phönix und kommen mit dem eher ungünstigen Standort ganz gut zurecht. Ein lieblicher Wein lässt sich aber eher nicht erwarten. Zucker muss zwingend zugesetzt werden.
Gärung ist ja ein Prozess, wo eben aus dem vorhandenen Zucker Kohlensäure und Alkohol entsteht. Und das ist ständig in Bewegung. Und wenn das aufhört, dann hört die Bewegung auch auf, dann setzt sich der sogenannte Trub ab. Und dann muss man das Ganze mal von dem Bodensatz abnehmen und umfüllen und dann lässt man es wieder stehen. Alter Grundsatz ist, an K3 wird der Most zu Wein, also am 25. November probiert man den ersten Mal. Übrigens, der 12-Apostel-Wein wird kein Messwein. Dafür fehlt ihm die erforderliche Qualität. Bis vor etlichen Jahren war die Vorschrift, dass es nur zertifizierte Betriebe sein durften, die Messwein verkaufen dürfen. Aber inzwischen hat es von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz mal die Order rausgegeben. Es muss mindestens ein Qualitätswein sein, weil dann mit diesem Prädikat sichergestellt ist, dass keine sonstigen Zusätze drin sind. Die wichtigste Frage sei zum Schluss noch gestellt. Wobei vielleicht Diplomatie erforderlich ist. Also, Hand aufs Herz, wie schmeckt der Wein? Unterschiedlich, wie es so ist. Also es ist natürlich immer wieder besonders, wenn die Leute sagen, ui, unser Wein und so. Das ist klar, aber nicht jedes Jahr passt halt das Wetter so, dass man sagt, dass er wirklich so ganz süß wäre oder so. Aber manche mögen es ja auch mal eher herb dann und dann passt es schick. Nach dem zweiten, dritten Glas schmeckt er immer besser. Das war die richtige Antwort. Wir kommen gerne im nächsten Jahr zur Weinprobe vom 12-Apostel-Wein vom Weingut St. Anna Dinkelscherben. Und wir kommen vom 12-Apostel-Wein zu den Meldungen der Woche. Hier sind unsere Kurznachrichten. Bischof Bertram Mayer ist neuer Vorsitzender der Unterkommission für den interreligiösen Dialog der Deutschen Bischofskonferenz. Das wurde auf der Herbstvollversammlung beschlossen. Damit folgt Bischof Bertram auf Georg Betzing, Bischof von Limburg, der nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz dieses Amt niedergelegt hatte. Die Unterkommission setzt sich unter anderem für den christlich-islamischen Dialog ein und erarbeitet kirchliche Positionen im Dreiecksverhältnis Kirche, Staat, Islam. Der Jurist und frühere Direktor des katholischen Schulwerks in Bayern, Andreas Hatzung, ist seit dem 1. Oktober externer Ansprechpartner der Diözese Augsburg für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs. Er wurde von Bischof Bertram Mayer beauftragt und folgt auf Michael Triebs, der ehemaliger Richter am Oberlandesgericht München war. Andreas Hatzung nimmt seine Aufgabe neben der Rechtsanwältin Brigitte Ketterle-Faber wahr. Die Beauftragung gilt zunächst für 3 Jahre. Das Bistum Augsburg hat ab sofort einen Klimaschutzmanager. Max Markmiller ist Experte für energieeffizientes Planen und Bauen. In den nächsten Jahren wird er ein Klimaschutzkonzept für die Diözese entwickeln. Dazu gehört vor allem die Erfassung und Einsparung von Treibhausgasemissionen. In unserem Klimaschutzkonzept, das wir als allererstes jetzt einmal aufsetzen werden, betrachten wir 5 Bereiche, die sicher jeder für sich genommen interessant und wichtig ist. Da geht es um Gebäude, um Mobilität, es geht um Flächen, es geht aber auch um IT-Infrastruktur und ganz allgemein die Beschaffung im Bistum. Der 28-jährige Max Markmiller engagiert sich schon seit langem in der Kirche sowie dem kirchlichen Umweltmanagement. Sein Interesse für Architektur und Schöpfungsbewahrung hat er während seines Studiums energieeffizientes Planen und Bauen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Augsburg vertieft. Im Augsburger Diözesanmuseum gibt es eine neue Ausstellung. Sie heißt Mariengeprägt und was genau sich dahinter verbirgt, zeigen wir Ihnen ausführlich in der kommenden Woche. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit Lieblingsplätzen im Bistum Augsburg. Und wir waren im Unterallgäu unterwegs und stellen Ihnen ein Gotteshaus vor, das oft als Kleinod bezeichnet wird. Warum das so ist, sehen Sie gleich. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt.
Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Das Schöne liegt manchmal direkt vor der eigenen Haustür. Vielleicht haben uns die letzten Monate der Corona-Pandemie ja auch das gelehrt. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken in unserem Bistum. Das Buch Lieblingsplätze im Bistum Augsburg stellt fast 50 solcher schönen Orte vor. Sie alle sind Lieblingsplätze von Pfarrern oder Ordensleuten. Aufwendig zusammengesucht, eindrucksvoll bebildert und liebevoll erzählt. Das Buch ist eine Einladung, den Alltag einfach mal Alltag sein zu lassen, sich auf Reisen zu begeben, um das Schöne zu entdecken. Wir sind diese Reise angetreten und freuen uns, wenn Sie uns diese und nächste Woche dabei begleiten. Los geht es mit Schwester Theresia Wittemann, der persönlichen Referentin des Bischofs, Pfarrer Benjamin Beck aus Nördlingen und Karl-Bert Matthias, Dekan von Sonthofen. Als ich hier nach Augsburg kam vor 4 Jahren, fand ich es toll, so in der Nähe des Botanischen Gartens zu sein. Also ich habe da ja im Priesterseminar gewohnt in unserem Konvent, habe mir dann auch eine Jahreskarte gekauft und war hauptsächlich Sonntagvormittag da, nach dem Gottesdienst. Denn so vor 12 ist hier fast nichts los am Sonntag, gehört der Garten einem selbst. Für die Franziskanerin Theresia Wittemann hat es etwas Meditatives, hier entlang der Wege zu spazieren. Die duftenden Blumen, alten Bäume, der Pavillon. Es ist eine Freude für die Sinne, dieser botanische Garten. Dieses Kunstwerk aus Natur und Kultur. Ich habe dann eben bei einem der ersten Besuche schon eine Stele entdeckt am Wegrand, die für mich ja jetzt so zum Zentrum des Gartens geworden ist. Man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, um die schlanke Säule aus rötlichem Marmor zu erkunden. Nur wer in der Hocke ist, befindet sich Auge in Auge mit dem Jesuskind und seiner Mutter. Im Grunde ist es ja so, wir machen uns auf die Suche und alles, was wir tun können, ist, uns zu öffnen. Und so gesehen ist diese Stele auch ein Symbol für den Menschen. Also von außen wirkt sie ja sehr trutzig, weil eben der Marmor auch entsprechend kantig ist. Und trotzdem, sie hat eine Öffnung, so wie wir jetzt sagen, mein Herz ist offen oder ich bin offen für Erfahrungen, die ich mache. Und jeder von uns hat auch sein Geheimnis. Also kein Mensch gleicht dem anderen. Jeder hat seine eigene Biografie. Und diese Stele ist eben auch nicht einfach nur offen und leer, sondern sie ist gefüllt. Aber für den, der sich eben ein bisschen Zeit nimmt, sie näher anzuschauen. Sie sticht ins Auge mit ihrer außergewöhnlichen Form, diesem auffällig spitzen Turm direkt an der Straße Richtung Nördlingen. Auch das 4 Meter hohe Kreuz ist ein Statement. In einer katholischen Kirche, die einst unter großen Mühen auf protestantischem Boden errichtet wurde. Für Pfarrer Benjamin Beck ist die Christkönigskirche in Fessenheim ein Ort der Ruhe, ein Ort des Rückzugs. Sie gibt ihm Kraft. Und dann beeindruckt mich einfach auch die Form hier. Also die Figuren der Moderne, die so ganz anders sind als in allen anderen Kirchen. Und auch die Glasfenster hier im Kirchenraum. Ich finde sie sehr beeindruckend, sehr groß. Besondere Motive, der Lebensbaum, der Auferstandene, der alte und neue Bund.
Und dann findet sich ja eben auch draußen dann so ein kleines Glasbild, das auch noch besonders schön ist. Wenn ich vor dem Bild stehe, dann wird mir als erstes bewusst, dass Gott mich anschaut, wo ich gerade bin, er schaut auf mich. Aber in gleicher Weise sollen wir ja Gott suchen, sollen wir Gott anschauen. Und wir können ihn in unserem Leben eben ja schon auch in den Mitmenschen entdecken, erblicken. Das Schöne ist, dass dieses Bild hier mit der Richtung so ist, dass hinter dem Bild, hinter diesen Glassteinen, die gesamte Pfarreiengemeinschaft ist. Und da kann ich mir hier immer besonders gut bewusst machen, dass wirklich alle Menschen auch etwas von diesem Angesicht Gottes haben. Das Besondere an diesem Ort ist, dass ich einfach aus meiner Hauptgemeinde herausgehen kann, an den Rand. Und wenn ich hierher komme, entweder besuche ich Leute oder setze mich einfach hierher auf die Bank oder gehe auch mal rein in die Kirche, dass ich dabei mein Leben ordne. Dass ich keinen Laptop mitnehme, keinen Ordner, sondern einfach hier sitze und über alles nachdenke, aber hauptsächlich über meine Person. Wo stehe ich im Leben? Was steht an, was war bisher, einfach die Gedanken, die kommen. Und im Laufe der Jahre ist Zell bei Oberstaufen, hier wo Pfarrer Karlbert Matthias die ersten Monate als Dekan gelebt hat, ein bisschen sein Zuhause geworden. Die Bank vor St. Bartholomäus sogar ein kleines bisschen Wohnzimmer. Rückzug, Stille, Einkehr im Gebet. Und dann kommt doch noch jemand vorbei, ein bisschen wie Familie. Also Unbeschwertheit, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander begegnet, redet. Manchmal trifft man sich unten am Brunnen hier an der Kapelle abends, dann rufen einige von hier an, mich im Pfarrhof, hast du Zeit, wir sitzen am Brunnen, wir trinken gerade ein Glas Rotwein, komm doch vorbei. Oder letzte Woche rief einer der Bewohner an, wir grillen gerade hier am Brunnen, komm doch vorbei und so. Und das ist ein großes Stück Zuhause sein. So als hätte man Geschwister, wenn der Bruder die Schwester anrufen, dann hör mal, wir grillen heute Abend, hast du Zeit, ne? Und das tut einem Pfarrer gut. Und das ist alles verbunden mit dieser Bank. Der Anfang, die ersten Schritte und ich hoffe auch weiterhin für die kommende Zeit, solange ich hier Pfarrer sein darf, dass das nicht verloren geht. Das ist ein sehr großartiges Geschenk für mich auch als Priester. Eine Kapelle in der Natur, die viel erzählt von Frömmigkeit vergangener Generationen und bis heute von den Menschen geliebt wird. So spricht Dekan Ludwig Waldmüller aus Memmingen von seinem ganz persönlichen Lieblingsort. Kein Wunder, dass es die Riedkapelle in der kleinen Gemeinde Benningen im Unterallgäu in das Buch Lieblingsplätze im Bistum Augsburg geschafft hat. Wir haben sie zu ihrem 800-jährigen Jubiläum besucht. Die Spätsommersonne taucht die Wallfahrtskirche an diesem Vormittag in ein ganz wunderbares Licht. Regelrecht stolz, so scheint es, ragt sie dem blauen Himmel empor. Zu Recht, denn die denkmalgeschützte Riedkapelle zum hochwürdigen Gut, wie sie ganz offiziell heißt, ist das Wahrzeichen der kleinen Gemeinde Benningen im Unterallgäu. Das historische etwa 300 Jahre alte Mesnerhaus und die einzigartige Natur des Schutzgebietes Benninger Ried drumherum, all das macht das Kleinod komplett. Hier ist ein besonderer Ort, weil es eben mehrere Dinge miteinander vereint. Wir haben auf der einen Seite die Kapelle, auf der anderen Seite haben wir dann zur Information auch unser Museum und die ganze Natur hier drumherum ist einfach idyllisch. Wer die Riedkapelle betritt, der staunt nicht schlecht, denn kaum einer würde einen so kleinen und auch künstlerisch so reich bestückten Kirchenraum erwarten. Besonders farbenprächtig ist die kassettierte Holzdecke aus dem 17. Jahrhundert. 48 unterschiedlich große Felder widmen sich dem Opfertod Jesu und dem daraus entstandenen Sakrament der Eucharistie.
Das ovale Mittelfeld zeigt eine Monstranz mit der Hostie, den Gekreuzigten und die Heiliggeisttaube, außerordentlich filigran umgesetzt. Ein erster Hinweis auf die Entstehungsgeschichte der Riedkapelle, der ein Hostienwunder zugrunde liegt. Wir hatten hier im Jahre 1215, 1216 zwei Müller, den oberen und den unteren Müller. Und der obere Müller war ein fleißiger, rechtschaffener Mann und der untere, ja, der dann halt nicht so. Und der war seinem Kollegen ziemlich neidisch und hat deswegen dann in der Kirche in Beningen bei der Kommunion die Hostie mitgenommen und hat sie seinem Kollegen in die Nähe des Mühlsteins gelegt und hatte dann die Hoffnung, dem passiert jetzt ein Unglück. Die lag dann da ein ganzes Jahr unbemerkt und deswegen hat er dann die Hostie ein Jahr später direkt unter den Mühlstein gelegt. Und als jetzt unser guter Müller, bezeichnen wir jetzt mal, die Mühle in Gang nehmen wollte, erklang dann im Haus eine Stimme, male nicht, hier werde ich das höchste Gut zermahlen. Die Hostie soll schließlich, so die Legende, in den Händen des Pfarrers geblutet haben. Das war der Anstoß für den Bau der Kapelle im Jahr 1218. Bildhaft dargestellt wird das Hostienwunder auf den Ölgemälden rund um den Altar. Der aus Memmingen stammende Barockmaler Johann Friedrich Sichelbein soll sie gemalt haben, um den Menschen in damaligen Zeiten, als noch die wenigsten lesen und schreiben konnten, die Entstehung ihrer Kirche näher zu bringen. Es funktionierte, denn im Laufe der Jahrhunderte pilgerten immer mehr Gläubige hierher, um die schützende Kraft der Wallfahrtskapelle zu spüren. Bis heute ist sie außerdem Anziehungspunkt für Kunstinteressierte, Ausflügler und für solche, die die Schönheit und Strahlkraft dieses Ortes zu schätzen wissen. Die Kirche gehört inzwischen der Gemeinde Beningen, weil zu Zeiten der Säkularisation 1802 wäre die Kirche beinahe abgerissen worden und die Gemeinde Beningen hat sie gekauft. Man kann jetzt zum Beispiel hier Hochzeiten feiern oder Taufen, gibt es ganz viele, ist es sehr beliebt, Maiandachten. Und in den Sommermonaten ist hier immer am Freitagabend der Gottesdienst. Aber nicht nur die Kirche ist sehenswert. Auch der Ort, an dem sie steht, lockt die Menschen an. Denn zwischen Memmingen und Otto Beuren ist das Naturschutzgebiet Benninger Ried beheimatet. Es ist das größte zusammenhängende Quellgebiet Bayerns. Ein sogenannter Kalkquellsumpf, der aufgrund seiner Größe und seiner Qualität einzigartig ist. Seit 1999 wurde das 22 Hektar große Areal sogar zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 hinzugefügt. Denn die besonderen Standortbedingungen bringen auch eine einzigartige Flora und Fauna hervor. Hauptsächlich wächst da drinnen das sogenannte schwarze Kopfried oder auch das Schneidried. Dann haben wir natürlich hier viele Tiere und Pflanzen, die zum Teil auch auf der roten Liste stehen. Die bekannteste davon ist die Riednelke, die Ameria purpurea oder auf Deutsch die Purpurgrasnelke. Die gibt es auf der ganzen Welt definitiv nur noch hier bei uns in Beningen. Und deswegen sind wir da auch ein bisschen stolz drauf und haben die auch in unserem Gemeindewappen. Insgesamt 87 Tier- und Pflanzenarten leben im Benninger Ried. Tiere und Pflanzen, die weltweit vom Aussterben bedroht sind. Hier in dieser geschützten Umgebung soll das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Besucher haben hier rund um die Riedkapelle die Möglichkeit, die unberührte Natur des Unterallgäus zu erleben. Kein Wunder also, dass die Kapelle zum hochwürdigen Gut genau hier ihren Platz gefunden hat. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Nächste Woche sehen Sie den zweiten Teil unserer kleinen Serie Lieblingsplätze im Bistum Augsburg. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.